Ja, John, wahrscheinlich kommen viele zu dir und denken, wenn sie hier 2, 3 Stunden lang trainieren, dass sie dann während dem Training Muskeln aufbauen und haben auch oft so die Vorstellung, dass Leute dann 2 Mal ins Gym oder einen halben Tag ins Gym gehen. Aber die Tatsache ist natürlich die, dass Muskelwachstum nicht während dem Training stattfindet, sondern in der Regenerationsphase. Was sind denn von deiner Seite aus ein paar wichtige Tipps für die Regenerationsphase? Ja, was mein wichtigster Punkt ist, Karl, bevor man ins Studio kommt, sollte man ja einen Plan haben. Wenn man verplant ins Studio kommt und 2 Muskelgruppen schon trainiert, den dritten, vierten noch einbaut Genau, ja. und dann jammert, dass es nicht wächst, obwohl man sehr fleißig ist. Ja. Ich sehe ein, dass die sehr fleißig waren, aber das ist unnötiger Fleiß. Also 2, 3, 4 Stunden im Studio zu verbringen, heißt nicht, dass er einem überholen wird, der 1 Stunde effektiv trainiert hat. Ja? Wie er auch gesagt hat, wenn man einen Plan hat, ich meine 3, 4 Mal die Woche trainiert hat und Körper ist erschöpft, dann kann man nicht gegen seinen Körper ankämpfen, sondern man soll in der Tat sagen, okay, ich werde heute nicht viel leisten, lieber bleibe ich zu Hause, um morgen mehr leisten zu können. Also die Regenerationsphase auch für die Muskeln, dass die sich erholen. Geben, dass die auch erholt sind, damit man nächsten Tag wieder 100% geben kann. Also ich bin Befürworter, bevor ich dreimal 50% gebe, gebe ich zweimal 100%, ist Effekt um 50% höher und das sollten wir alle anvisieren. Regeneration ist so eine Sache, man fühlt in der Tat, wenn man wirklich, Übertraining will ich nicht nennen, aber wenn man ermüdet ist und sich wirklich kaputt, einfach kaputt fühlt, obwohl man was vorhat, man ist kaputt, Körper sagt, nee, heute nicht, dann sollte man auch sein Ding hören. Ich sage immer wieder, für euch trainieren, nicht gegen euch trainieren. Auch wenn ihr 1, 2 Tage Pause macht, das wird euch nicht aus der Bahn werfen. Wir haben so viele Tage im Jahr, 365 Tage, und wenn ihr da 5 oder 10 Tage nicht geplant aussetzt, das wird euch nicht aus dem Rhythmus bringen. Das heißt also erstens mal wissen, wann man Pausetage setzen muss. Zweitens auch schon korrekt trainieren. Ja, denn wenn ich 4 Stunden trainiere und irgendwas mache, dann kann ich mich eben davon auch schlecht regenerieren. Ein nächster Punkt ist, Sauna haben wir da hinten jetzt gerade beispielsweise. Das heißt also in die Sauna gehen oder Massagen machen, leichte Kardioeinheiten, also einfach die Durchblutung nochmal fördern. Das ist natürlich extrem wichtig. Dann die Ernährung ist wieder ein wichtiger Punkt. Ja, wenn ich nur 2000 Kalorien esse, aber 4000 brauche, dann kann ich mich natürlich damit nicht regenerieren. Und der letzte Punkt ist eben auch noch supplementieren. Denn ich meine, komischerweise, die meisten Sportarten checken es, auch ein Rennradfahrer, ja, der checkt, dass er beispielsweise einen viel höheren Vitaminbedarf und Mineralbedarf hat als ein normaler Mensch. Komischerweise ein Topmanager, ein CEO, der checkt auch, dass er mehr essentielle Aminosäuren braucht, ja, mehr Omega-3-Fette braucht, dass er mehr Vitamine, mehr Minerale braucht. Und wir im Bodybuilding, man meint eigentlich, dass wir es checken sollten, aber es geht irgendwie immer trotzdem unter. Ja, man denkt irgendwie nur an einen Proteincheck beispielsweise oder man denkt nur ans Kreatin. Aber das Wichtige ist eben auch zu wissen, dass wir einen viel höheren Bedarf haben. Wir kapieren, dass wir auf der einen Seite mehr Kalorien brauchen, aber wir kapieren nicht, dass wir auch mehr Mikronährstoffe brauchen. Ja? Also gerade Magnesium, Zink, ja, die ganzen Mineralstoffe, dann beispielsweise bei Vitamin B12, Vitamin D3, ja, das sind auch extrem wichtige Sachen. Und einfach, dass wir schauen, dass wir genügend auch nachtanken, das ist ein extrem wichtiger Punkt. Ich glaube, jetzt haben wir mal einiges genannt. Hast du noch ein, zwei Sachen? Ja, wir haben halt für die trainiert, die vielleicht davon keine Ahnung hatten. Die davon Ahnung haben, brauchen uns nicht kritisieren, weil die das schon wussten. Wie du gesagt hast, Protein ist Nahrungsmittel. Protein kann man nicht gleich sagen, ich nehme doch alles mit Protein ein. Nein, es gibt auch ein paar Sachen, die man außerhalb Protein einbauen muss, wie die ganzen Supplemente, ob das jetzt BCAAs sind, ob das Aminosäuren sind, ob das Vitamine sind, wie du erwähnt hast, Zink. Vor allem im Winter, um sein Immunsystem auch Genau. aufrecht zu erhalten, haben wir viel mehr Bedarf, vielleicht wie die Leute, die nichts leisten am Tag. Also, wenn ihr leistungsfähig bleiben wollt, dann müsst ihr den Motor wirklich mit guten Ölen und guten Brennstoff versorgen, dass der auch sehr, sehr weit bringt.